Weißt du? Zum Beispiel, also Toilette gibt mir alleine kurzen. Gibt alleine kurzen. Auf den nächsten Moment immer verballt sein. Oh, jetzt habe ich mir das hier ausgesteckt. Auf die verballt alt. Prost. So. Bandas sind gerade Decken 7. Echt jetzt? Geil. Ist ja fein, wenn die Kamera nicht immer so. Soll ja nicht anrappeln. Aber ich habe jetzt die Karte, ne? Odin? Odin ist dieser heidnische Gott, ne? Und was ist ein Kältekreuz? Das sieht original aus wie Tekken 6. Ja, Schutz, was erwartest du denn? Ist doch immer so. Ja, tut mir leid. Also. Fahrstuhl geht nicht. Ja. Und was ist nochmal ein Kältekreuz? Was ist denn das nochmal? Finde ich aber cool, irgendwie Odin. Dann wirst du sicher. Ein Eisenkreuz. Was ist daran jetzt so schlimm? Kommt gerade nicht. Was bedeutet das denn? Das weiß ich auch nicht. Es ist immer, das tut aber immer Bedeutung. Ich weiß das nämlich. Das heißt immer, du sollst immer aufpassen, was du machst. Es kann schnell was anderes heißen, was du willst. Sagt mein Ohr wieder. Scheiß Ohr, ey. Ich hasse mein Ohr. Ich tausche mein Ohr gegen jemanden. So. Oh. Ohrstäbchen. Ja, Ohrstäbchen schiebst du nur rein, Schulz. Das hier muss mir so Ohren tropfen oder so. Ich hab selber welche da. Krankenschwestern! Nein! Da, ich steckte das rein da. Für Mikey ist das schlimm. Ach so. Ach, Kalisto, ich weiß, ich habe ja auch Tattoos. Mich schauen die Leute auch alle an. Und manche schauen mich so schockiert an. Also, manche sagen mir was nach. Manche wissen nicht, warum ich es gemacht habe. Manche denken sich, ich bin Idiotin oder so. Aber ich stehe dazu und denke mir so, scheiß drauf, was die Leute eigentlich sagen zu mir. Ich stehe dazu. Das ist sie denn? Du musst einfach so denken, so scheiß drauf, was andere Leute über dich sagen. Also ich kenne das auch, ich habe ja auch den Fuß voll, ich habe hier und hier und wo. Oh. Also, ich gebe dir nur den Tipp, so, einfach so denken, so. What's wrong? Irgendwie so durchs Leben zu gehen, einfach denken, so scheißegal, was Leute zu sagen.
Das ist mein Trick in der Welt, also zur Zeit. James hat sie verbogen. Genau, weil verstehen Sie es falsch, das ist bei mir auch. Also, ich habe jetzt auch nicht so extrem Frauen-Tattoos, wo ich sagen würde, ja. Echt jetzt? Weiß ich gar nicht. Also, mir fällt so ein Eisenkreuz sehr gut. Also, ich hätte nie auf das gekommen, dass man das meint, muss ich echt sagen. Da war jetzt schon drin, ne? Ja. Jetzt haben wir jetzt nichts gehabt. Es ist auch, wir streien heute asozial nach, weil wenn man denkt ja so. Also, mich schreien auch so Leute was nach, aber ich gehe einfach da vorbei. Oder wenn ich mal so einen guten Tag habe, dann sage ich ihnen auch was nach. Dann sage ich so, wenn es asozial ist, dann schau mal, wie viel es kostet oder so. Ich kann auch dann ganz fies sein, also ich mache das immer so. Oder wenn sie so schockiert sind, dann gehe ich extra oft vorbei. Wenn sie noch schockierter sind und sich. Ja, ich muss aber sagen, das habe ich erst vor kurzem, dieses Selbstbewusstsein. Das ist früher nicht so. Aber jetzt kann sie mir sagen, was sie wollen, aber. Mies Gangster. Ja, weißt du, wenn sie so nachschreien, so, ja, voll asozial, sage ich so, schau mal, wie viel das kostet und schau dich dann an, weißt du, sag ich immer so. Das haben sie meistens so Kleidungen und so. Ich zerstöre einfach das Leben. Nein, aber viele reden was, aber wissen nichts. Keinen blassen Schimmer haben sie. Und schauen selber fertig aus, weißt du dann? Oder? In Deutschland darf man keinen Deutschen so sein, so unfair. Ja, das ist ab und zu auch so ein Thema. Ja, manche sind schon schlimm, muss ich auch sagen. Also, ich kann das schon auch. Das Leben will die Mies fertig machen, aber die Mies macht das Leben fertig. Ja! Das Leben kommt so, ich mach dich fertig. Ich sage, nein, dich mache ich fertig. Hey, Zogo, warst du spät noch? So spät noch wach? Ja! Nein, alles klar bei dir? Hab nicht angefangen. Moment mal, was ist das? Ist noch ein Blatt Kronpapier in dieser Schreibmaschine eingespannt. Ich kann dir darauf hinweisen, eindrücklich lesen. Ich kenne es, ich kenne ich nur mal die Kiste. 5, 3. Sie kann mir irgendwie mehr helfen, den Knopf zu Schlüssel machen, mal keine Angst, also kann etwas dran ändern. Da bin ich, weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, wer ich bin. Genau so liegt da. Ja, eben, ich denke mir auch, so spät ist so früh. Was ist es denn jetzt? Hier ist es ja früh. Ich muss noch meinen Dienstplan so ändern. Shut to the heart, we are to blaze, so we can live. Am Schlüssel. Ich bin immer wach, komm erst um 6 Uhr pennen gehen. Oh! Du kannst erst? Okay. Wie sehe ich, bist du ja auch wach? Ja, ich habe ja seinen Titel fertig zocken. Ich habe diesen Auftrag gekriegt. Ich nehme ihn an. Mary, kannst du mal bitte aus dem Weg gehen? Dann schubse ich dich da weg. Mädel. Und dann freut mich, dass du mit mir reinschaust. Oh. Dutch. Hätte ich fast mehr wie angegriffen. Ist ja gut, dass du jetzt schon müde wärst. Oder ist das nicht gut? Musst du um 6 Uhr schlafen gehen, oder? Au.
Ich kenne das auch, ich kenne das, wenn ich zum Beispiel jetzt 5 Uhr Dienst habe, dann Dienste dann habe, dann muss ich mich krampfhaft, also eigentlich schlafe ich kurz mittags, weißt du, wir gehen meistens irgendwo wandern oder sowas oder einkaufen, schlafe so eine Stunde mittags, oder? Dann muss ich mich immer krampfhaft darum festhalten, dass ich nicht einpenne, weil sonst, sonst kann ich um 10 Uhr nicht schlafen und das ist ein großes Problem. Mir wurde eine schwarz-weiß-rote ausgegangen und wurde festgenommen. Du wirst festgenommen wegen das? Wo wohnst denn du bitte? Ja, das ist ja dann krass. Wenn das stimmt, dann ist echt krass. Also. Dagegen würde ich mich auch wehren, glaube ich. Was ist ja normal? Ich bin bei der SGZ, ich sprich beim Gamach und ja, kommentiert doch dann noch 2 Spiele. Deswegen kann ich nicht pennen gehen. Ich bin so bei SGDG zu tätig, sprich bei den Germen nach. Und ja, kommentiere dann noch 2 Spiele, deswegen. Das ist auch eine schlimme Farbe. War es weiß-rot ausgegangen? Die schwarz-weiß-rote. Schwarz? Hä? So, jetzt komme ich so langsam nicht mit. Ich komme in diesen. Wenn es um Deutschland geht, dann gehe ich. Oh, mein Hebel wackelt. Oh. Ach so. Ach so, okay, dann ja, dann. Wieso? Das ist legal. Das ist eine Nazi. Es ist ein Speedrun-Event, was 7 Tage geht und wenn es. Das habe ich schon mal gehört, ne? Das habe ich schon mal gehört. Und da machst du mit. Das ist kein. Also, ich habe mich jetzt daran mal raus. Zwischen Callisto und Schulz ist klar, der jetzt. Ich speichere sie mir. Ich kann mich da nämlich nicht aus. Mädel, erschreck mich nicht so. Nordrhein-Westfalen, okay, grün und nicht schwarz. Ich wohne in der Welt, was das ganz genau. Hab keine normale. So. Ja, so, dann. Dann hoffe ich, du haltest aus und fingelt, dann werde ich mal zuschauen. Ich meine, reinschnuppern bei euren Speedy Contest. Also, ich mache hier auch einen Speed Test. Nein, Spaß. Ich kann das nicht. Ich dachte, ich wäre gut unterwegs, das meinte dann nicht. Nee, ich wusste das also nicht so gut. Also. Boah. Ganz ruhig, Mädel. Wegen dir ist das ganze Aufruhr da. So gemauert, schön. Ach, wie schön. Schulz haben wir nicht. Ich weiß dann auch nicht, wie lange. Kann 100 Stunden dauern noch.
Also laut Blase lässt das Stream noch 5 Stunden gehen. Aber. Ich hab's mir aufgeschrieben. Was? Warte mal. Muss jetzt echt mal sagen, dass ich jetzt mit der ersten Nacht, die ich durchmache, das war echt gut. Kaffee dabei. Ja, hast du erste Nacht durchgemacht? Oh, krass, krass, krass. Ging's gut oder war es hart? Also war es extrem. Warum wackelt das seit der Himmel so? Wenn ich an die angehe? Guck mal. Nee. Nein. Ich warte jetzt mit meiner Stange. Ah, Entschuldigung, mal. Jetzt mache ich den Dienst durchgemacht. Ja, danke, ich bin heute noch Schulz. Die erste, Tschüss, was ich noch sagen, weil wenn du jetzt Rufezeichen Quote, dann Leerzeichen Add machst und dann das. Boah, ich bin fast tot. Warte, ich schicke dir das privat. Also Rufezeichen Quote. Add und dann so, dann was irgendwas rein, dann geht das nämlich. Also wenn du das machst, dann geht das. Dann geht das, das Quote reinschieben. Die erste Zeit war gut, aber ja, später wird es so angestrengt. Ja, ich kenne es ja. Also 24 Stunden war das Krasseste, was ich hier gemacht habe. Ich möchte es auch nicht mehr wiederholen. Das war. Also kein Respekt an dir, Zogo, dass du durchgehalten hast. Ich gebe immer den Tipp, also wenn du so 12-Stunden-Stream machst, immer den Tipp geben, Nachmittag anzufangen. Also so um 2 anzufangen, dass du um 2 endest, weil es geht viel besser, als wenn du. Genau. Ich komme jetzt, dass du spät streamst. Ja, ich wollte eigentlich mal früher streamen, zuerst. Overwatch mit René, aber ich konnte nicht, ich hatte dann ein privates Problem. Und das löste sich dann so ein bisschen später. Dann ging immer noch was essen und danach bin ich erst hierher gefahren. Da brauche ich immer eine Stunde. Und danach, ja, habe ich dann gesagt, ja, dann mache ich noch schnell Silent Hill. Und ja, jetzt hocke ich hier und mache Silent Hill. Und wieso Zeit noch? Ich habe so um 1 angefangen und will es ja fertig spielen. Auf dem Zettel war eine Tasche des weißen Kittels und was haben wir hier? Da habe ich mir den Schlüssel graviert. Okay. Test, ja, das Test haben wir. Das ist ein tolles Spiel. Das ist cool, ne? Es geht, macht man. Ah, es ist immer. Es ist immer. Ich muss das nur mal kurz. Nämlich, wo wir. Ja, ich hatte das dazu mal schon. Oh nein, ich habe es mir nicht ausgeschaut. Ich hatte dazu mal das schon, Spiel das schon gezockt. Und danach habe ich Schulz mal gefragt, ob ich es nochmal nachmache. Und da ist ja nicht. Da ich es ja nicht auf YouTube habe und mir das Spiel nicht richtig gefällt, ich eigentlich schon öfters spiele, aber manchmal. Dann habe ich mir so, ja, okay, dann mache ich das halt. Haben sich schnell reingelegt und ja, wir haben geschaut, 8 Stunden brauche ich dafür. Es geht eh. Ich drücke da vielleicht rein.
hast du gezockt? Bei deinem Speedtest? Speedrun? So? Leute, jetzt komm ich. Bin ich da auf die Diplomatik? Mir dauert das Bearbeiten zu lange. Wie das Bearbeiten ist, draufladen? Weil ich, also. Hast du mir was zum Geburtstag, was von dir wünschen? Du wünschst dir von meinem Geburtstag was? Oder von deinem Geburtstag? Von meinem wäre ja unlogisch. Oder? Achso, okay, du zockst da nicht, du redest nur über das Game. Auch praktisch, auch fein. Ja, darfst du was wünschen dann dort. Also immer alles, was machbar ist, ne? Wie beim Zuschauer des Monats. Oh. Ja, jetzt weiter, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ich habe hier zwar den Code da so. Es war da irgendwas mal mit den. Sag mal, ja. Es war irgendwas mal mit den hier. Es kann sein, dass du das Brain AFK bist. Ja, warum? Warum? Was habe ich irgendwas schon verpasst? Ich verspiele einfach mal was vorbeigerennt. Mal schauen würdet ihr, wenn es aufgehen würde. Ich hätte einen Wake nochmal von dir, Dennis. Einen Wake möchtest du nochmal? Ja, kein Problem. Habe ich jetzt zwar nicht noch heute ist nicht da, aber kann ich gerne nochmal zu Hause holen. Das ist mein Archiv. Wenn ich das einmal schon gesagt habe. Ja, ich bin. Es ist echt schwer, um diese Uhrzeit das Spiel da zu spielen, wenn du so ein bisschen nachdenken musst, sonst komme ich nicht weiter. Falls jemand weiter weiß, Leute, bitte meldet euch. Und kriegt die 1.000.000. Frage, weil sie 1.000.000 Euro gewinnen kann. Ey, scheiße, haben wir hier noch. Stopp, wenn du mal kurz das Papier. Hier habe ich das Kohlestückchen da gefunden. Solange ich nicht so rumlaufe, ist mir noch alles egal. Mach mal, was steht da nochmal? Ich kenne die Nummer der Kiste. 4523. Sie kann ihm nicht mehr helfen, der Knopfschlüssel. Also ich meine. Ich freue mich, wenn ich pennen darf. Ich glaub's dir. Ja, geh mal aus dem Weg, dann schubst ich dich nicht immer. Gehst dann aus dem Weg. Geh mal aus dem Weg. Das glaube ich dir. Wenn es dann heißt so, ja, jetzt soll du da schlafen. Aber weißt du, was bei mir war? Ich hatte 24-Stunden-Stream und danach war so. Die letzten 20 Minuten ging es dann zur App, oder? Dann war so, boah, ja und so. Und dann war ich irgendwann so. Ich war eine Stunde noch wach. Ich habe 3 Stunden geschlafen und danach war ich. Ja. Baby, du musst noch treffen, bald auch noch 5 Minuten. Ja, ich weiß. Also, da war das. Ich weiß, Schulz. Habe ich schon eingeplant alles. Also wenn ich mein Laptop. Wie gesagt, das mache ich aber erst, wenn ich. Also ich komme heute auf den 12, aber wenn ich nicht komme, ne.
Das längste, was ging bei mir, ist 15 Stunden. Ja, auf 24 muss ich schon ein bisschen. Also, ich muss schon. Also, ich habe schon ein paar Streamer gesehen, die was dann gescheitert sind auf 24 Stunden. Siehst schon, du kannst nicht einfach so sagen, so, ja, wir machen heute 14 Stunden. Muss ich schon ein bisschen so. Warte, ich muss kurz strecken. So. Muss ich schon ein bisschen so vorbereiten, finde ich halt. Also, sonst liegst du da. Jules, warst du weit da? Du hast gesagt, du kennst das Spiel auswendig. Ja, meins, das war mein höchstes. Ich möchte jetzt sagen, nie wieder, aber geht auch nicht. Ich ja nicht gesagt habe, wenn ich weiß nicht. Also, lass mich dein Wissen teilen, was muss ich jetzt machen? Du hast gesagt, ja, weil du hast zu mir gesagt, weil zuerst wollen dich und Schutz das nur skypen und aufnehmen. Schutz hat dann gesagt, ja, ich kann das Spiel auswendig. Ich bin ja schon mit Brain AFK. Okay, passt. Viel Spaß. Und wenn ich hoffentlich ganz nach Planet Panic dann. Ach komm, Jude, du hast gesagt, du kannst es auswendig. Ja, hast du gesagt. Du hast gesagt, ja, mir ist egal, brauche nicht sein zu sehen. Wenn du so was kommentierst, dann weiß ich, was ich machen muss. Ohne Witz, Jules, hast du gesagt. Das ist nichts Interessantes. ja. Was machen wir jetzt? Wie ging es nochmal weiter? Nee, ich komme nicht in den Fahrstuhl rein. Was ist denn noch zu? Muss ich dann gleich Kaffee machen, dass ich es aushalte. Jetzt liegt es hier sehr, sehr dunkel. Ich bin auch so schlecht, jemandem was zu erklären, was nur, wenn ich nicht selber zocken kann. Denise, mach mal Share Gaming. Ja, mit Silent Hill, ja, genau. Heiß es mir. Heiß es mir. Es ist 5:30 in der Früh. Ich habe zwar den scheiß Schlüssel, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Kein Chefsdach. Ich weiß schon, was am Dach passiert, was das weiß ich, ja. Ich kann auch nicht aufs Dach. Darf ich diese Zahlencode aber. Nee, ist halt mal, es ist dann blockiert. Probier da rum, aber ich glaube, es muss immer erst triggern, dass du da rein kannst. Warte, war das nicht hier das Rätsel da oben? Ja, so ein Rätsel. Nee.
Und beim Treppen, also wenn ich auf dem Dach bin, muss ich allein sein. Maria wird ja dann irgendwann mal schlecht und danach steht sie hier irgendwo. Das Riff. Aber das ist ja Schluss. Ich probiere noch mal den Code. Ich habe da auf dem Zettel nämlich den Code gerade gefunden. Also ich glaube, ich habe nämlich den Code. Ich habe das damals nur auf ein kleines Blöckchen geschrieben. Also wartet, ich schau mal. Das war dazu mal schon mal ein Blöckchen. Ja, schau, ich hab's schon. Probier den Code mal. Okay, 1, 3, 2, 8. Warte nochmal. 1, 3, 2, 8, oder? Scheiße, ich glaube, das ist der Code für normal. Glaube ich. Das geht nicht. Umgekehrt. So. 8. 3. 1. Ne, ich glaube, ich muss das erst triggern. Da in die Tür, wo ich vielleicht könnte, gehe ich schon zu. Nicht auf. Mann! Uhalala. Kann ich hier noch was machen? Ich kann nicht gut. Kann ich öffnen? Mal ziehen.